Wie erzählt man eine gute Geschichte? Wie arbeitet man intelligent mit Text, Zeitsprüngen, Überraschungsmomenten und tiefgründigen, vielschichtigen Figuren? Für diese Frage lohnt sich ein Blick in den genialen Roman Abbitte. Das über 500 Seiten starke Abbitte des britischen Autors Ian McEwan erschien 2001 und überzeugte Kritik wie Leser gleichermaßen. Formal ist es in etwa drei gleich große Teile eingeteilt, abschließend folgt ein kurzer vierter Teil. Die Handlung setzt wenige Wochen vor Anbeginn des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien ein. Zu Beginn erfährt der Leser, dass die reiche Familie Tallis auf ihrem weitläufigen Anwesen in der Peripherie Londons ein Dinner veranstaltet. Die kleine, etwas borstige und egozentrische Bryony Tallis würde gerne Schriftstellerin werden. Sie befindet sich an der Grenze zwischen Kindheit und Pubertät. Nach einem frustrierenden Tag beobachtet sie ihre größere Schwester Cecilia bei einer Romanze mit Robbie, einem Freund der Familie. Während sich Cecilia und Robbie eigentlich ihre Liebe gestehen, fehlinterpretiert das Mädchen das Geschehene als Versuch eines sexuellen Übergriffs. Später kommt es im Rahmen der Feier zu zwei vermissten Kleinkindern, die nachts im Dunkeln gesucht werden. Bryony wird während der Suchaktion Zeugin einer Vergewaltigung. Obwohl sie den Täter kaum erkannt hat, erzählt sie der Polizei, Robbie, der heimliche Liebhaber ihrer größeren Schwester, sei der Täter gewesen. Sie habe ihn klar und deutlich erkannt. Robbie, der eigentlich eine ambitionierte Karriere als Mediziner eingeschlagen hätte, wird anschließend unschuldig ins Gefängnis gebracht. Cecilia weiß, dass ihre Schwester gelogen hat und schwört Robbie ihre Treue. Jetzt sind wir im zweiten Teil des Romans, der einige Jahre später spielt. Inzwischen ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen und als angeblicher Vergewaltiger und Häftling wird Robbie eingezogen. Der Autor verknüpft die Erzählung mit realen historischen Ereignissen. Die Evakuierung Dünkirchens im Zuge der Operation Dynamo im Zweiten Weltkrieg, die aus der Sicht Robbies gezeigt wird. Er kämpft in Frankreich an Seite der Franzosen und Belgier gegen die Deutschen. Die Wehrmacht treibt ihren Westfeldzug unaufhaltsam voran. Den Soldaten in Nordfrankreich bleibt nur der Rückzug und die Flucht über den Ärmelkanal. Es kommt zur historischen Evakuierung von über 300.000 Soldaten. Der Leser begleitet Robbie und seine Kameraden während der Qualen dieser Stunden. Am Strand von Dünkirchen bricht die Handlung mit für Robbie ungewissen Ausgang ab. Übrigens ein kurzer historischer Funfact bzw. Einwurf: Die Evakuierung von Dünkirchen war nur möglich, weil das Deutsche Reich versehentlich einen Haltebefehl an die Truppen durchgab. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser militärstrategische Fehler der Wehrmacht im Rückblick den Sieg gekostet hat. Ich zitiere hierzu Wikipedia: General Heinz Guderian erhielt von Hitler den ausdrücklichen Befehl, den weiteren Vormarsch sofort zu stoppen. Die Briten gewannen durch den Haltebefehl exakt 3 Tage Zeit, genug um die Evakuierung vorzubereiten und durchzuführen. Weiter heißt es später im Artikel zur Operation Dynamo: Ein Verlust fast der gesamten britischen Armee in Dünkirchen hätte das Ende der Regierung Churchill und wahrscheinlich auch das Ende des Krieges zugunsten des Deutschen Reiches bedeutet, so zumindest der Historiker Karl-Heinz Frieser. Damit genug von meinem historischen Exkurs und weiter in Abbitte und in Teil 3. Teil 3 spielt wieder auf dem britischen Festland in London, wo Bryony erwachsen geworden ist und in Kriegszeiten in einem Hospital arbeitet. Dort rechnet man bereits mit Bombardierungen durch das Deutsche Reich. Brynys kindliche Unschuld ist dem Bewusstsein gewichen, dass sie das Leben Robbies mit ihrer falschen Beschuldigung zu einem Albtraum verwandelt hat. Sie ist zunehmend geplagt von Schuld, doch mit ihrer Familie nur noch lose in Kontakt und ihre Schwester Cecilia hat den Kontakt zu ihr ohnehin abgebrochen.
Als die ersten Soldaten ins Krankenhaus eingeliefert werden, einige davon mit fehlenden Körperteilen, zerfetzt, voller Granatensplitter, wird Briony erneut die Tragweite ihrer Entscheidung klar. Sie wird also zeitversetzt zu Robbie ebenfalls mit den Schrecken des bisher fernen Krieges konfrontiert. An ihrem nächsten freien Tag besucht sie unangekündigt ihre Schwester Cecilia. Dort trifft sie auch Robbie an, der aus Dünkirchen evakuiert wurde und überlebt hat. Also ihr merkt, hier löst sich die zeitversetzte Handlung der Protagonisten auf und wird zusammengeführt. Cecilia und Robbie empfangen Briony kühl und distanziert. Briony gesteht, dass die Beschuldigung Robbies ein kindlicher Fehler war, den sie sich nicht verzeiht. Sie leistet Abbitte. Und obwohl Robbie und Cecilia ihr nicht verzeihen können, kann Briony nach ihrem Geständnis mit ihrer Vergangenheit abschließen. So, jetzt könnte man eigentlich sagen, alles klar, toller historischer Roman, schöne tiefgründige Handlung und Ende gut, alles gut. Jetzt beginnt allerdings ein vierter Teil und der spielt mehrere Jahrzehnte später. Briony wurde als Schriftstellerin erfolgreich und vermögend und ist inzwischen eine alte Frau. Zu ihrem 77. Geburtstag findet eine große Feier statt. Das Fest wird im alten Anwesen der Familie Tallis geschmissen, dort wo die Handlung des Romans begann. Der Leser erfährt nun, dass Robbie eigentlich am Strand von Dünkirchen an einer Blutvergiftung starb und Cecilia einem deutschen Luftangriff zum Opfer fiel. Die Geschichte, die wir die ganze Zeit gelesen haben, in welcher Robbie und Cecilia überleben, stammt aus der Feder von Briony, die sie in einem Roman zu ihrem Lebensende geschrieben hat. Der Leser hat bis zu diesem Zeitpunkt ein Werk von Briony gelesen, welches autobiografische Elemente enthält. Dieses Spätwerk will Briony kurz vor ihrem Tod veröffentlichen und eigentlich sind Robbie und Cecilia also seit Jahrzehnten tot. Der Roman endet eben mit diesem 77. Geburtstag und einer weiteren Überlegung Brianys zu ihrem Roman. Sie würde beide, Robbie und Cecilia, die im Roman ja überlebt haben, in den Geburtstag mit einbinden und auf dieser Feier erscheinen lassen und auf diese würde es dann zu einer endgültigen Versöhnung zwischen den dreien kommen. Briony verwirft diesen Gedanken aber zum Ende des Romans und mit diesem vierten Teil endet dann Ian McEwans Abbitte. Der Roman spielt in vier Teilen und ist ein Musterbeispiel für eine handwerklich anspruchsvolle Handlung, für eine unheimlich detaillierte Beobachtung, Zeitsprünge und den sogenannten Plot-Twist, also ein plötzlicher Überraschungseffekt, der die gesamte Handlung noch einmal in ein neues Licht stellt. Die Erzählweise im gesamten Buch ist zwar auktorial, das heißt der Autor ist allwissend, doch nur im ersten Teil schlüpft der Leser in alle drei Hauptfiguren. Im zweiten Teil wird die Handlung dann durch die Augen Robbies erzählt, im dritten und vierten durch die Perspektive von Briony. Der letzte, vierte Abschnitt des Buches, der auch der kürzeste ist, fungiert eben als Plot-Twist auf zwei Ebenen. Zum einen im Inhalt, also die Ereignisse gestalten sich anders als gedacht, Cecilia und Robbie sind eigentlich tot, und ein Plot-Twist auf formaler Ebene. Das, wovon der Leser dachte, es sei der Roman an sich, also Abbitte von Ian McEwan, stellt sich als fiktionales Werk von einer der Hauptfiguren des Romans selbst heraus. Doch natürlich stimmt das nicht wirklich, weil auch diese Erzählung in der Erzählung aus der Feder von Ian McEwan stammt. Es handelt sich bei Abbitte also um ein Play within the Play, um ein Spiel im Spiel. Man könnte auch sagen, durch den letzten Abschnitt wird das gesamte Werk auf eine Metaebene gehievt. Die Figuren und Handlungen in Abbitte werden ausgesprochen tief gezeichnet, was sich durch den ganzen Roman durchzieht und ein Erkennungsmerkmal von Ian McEwan ist. Der Detailreichtum der Beobachtungen erschlägt einen fast und bedarf zu Beginn der Lektüre durchaus etwas Gewöhnung. Ein kurzes Beispiel. Sie ging ins Haus, eilte durch die schwarz-weiß gefließte Eingangshalle. Das Echo der Schritte, so vertraut, so unangenehm laut. Und blieb vor der Tür zum Salon stehen, um wieder zu Atem zu kommen, während kühle Tropfen von den Blumenstängeln auf ihre Füße fielen.
Der Anblick der purpurweiden Zweige und wilden Schwertlilien hob ihre Stimmung. Die Vase, nach der sie suchte, stand auf einem amerikanischen Kirschholztisch gleich neben der spaltbreit geöffneten Terrassentür, die nach Südosten zeigte und morgendliches Sonnenlicht einließ, das in hellen Parallelogrammen über den taubenblauen Teppich wanderte. Cecilias Atem beruhigte sich und ihr Verlangen nach einer Zigarette wuchs. Doch zögerte sie noch und blieb einen Moment an der Tür stehen, wie gebannt von dem harmonischen Anblick, der sich ihr bot. Die drei abgewetzten Chesterfields um den noch fast neuen Kamin im gotischen Stil, in dem ein winterliches Büschel Riedgras stand, das ungestimmte Cembalo, auf dem nie gespielt wurde, der ungenutzte Notenständer aus Rosenholz und die schweren, von einer blau-orangefarbenen Kordel locker zurückgehaltenen Samtvorhänge, die den Blick auf den wolkenlosen Himmel und die gelbgrau gesprenkelte Terrasse freigaben, in deren Fliesenritzen Kamille und Mutterkraut wuchsen. Einige Stufen führten zum Rasen hinab, der sich bis zum knapp 50 Meter entfernten Tritonbrunnen erstreckte und an dessen Einfassung Robbie noch immer arbeitete. Zur Komplexität von McEwans Erzählweise kommt ein weiteres Element hinzu. Es gibt kaum eine objektive Handlung. Jede Schilderung der Handlung ist bereits durch die subjektive, tiefenpsychologische Innensicht gefärbt, durch die der Protagonist die Situation erlebt. Auch hier ein kurzes Beispiel. Ganz kurz für den Zusammenhang: In dieser Szene gibt es zwei Protagonisten, Robbie und Cecilia, und Robbie hat soeben eine Vase fallen lassen, nur als Kontext. Cecilia: Du Idiot, jetzt sieh dir doch nur an, was du angestellt hast. Er schaute ins Wasser und dann blickte er sie an, schüttelte einfach bloß den Kopf und legte eine Hand vor den Mund. Mit dieser Geste nahm er alles auf sich, doch hasste sie ihn dafür, so unangemessen fand sie seine Reaktion. Er blickte ins Becken und seufzte. Einen Moment fürchtete er, sie könnte zurückweichen und gegen die Vase treten, und hob warnend die Hand, sagte aber keinen Ton. Stattdessen begann er, sein Hemd aufzuknöpfen. Ihr war sofort klar, was er vorhatte. Ausgeschlossen. Er war ins Haus gekommen und hatte Schuhe und Socken ausgezogen. Nun, sie würde es ihm zeigen. Sie schleuderte die Sandalen von den Füßen, knöpfte ihre Bluse auf und zog sie aus, löste den Rock, streifte ihn ab und trat an den Beckenrand. Er stand da, Hände in den Hüften, und glotzte, während sie in Unterwäsche ins Wasser stieg. Seine Hilfe ausschlagen, ihm keine Möglichkeit zur Wiedergutmachung gönnen. So lautete seine Strafe. Das eiskalte Wasser, ihr Aufkeuchen, waren seine Strafe. Sie hielt den Atem an und sank hinab, ihr Haar aufgefächert über dem Wasser. Dass sie sich ertränkte, war seine Strafe. Ich will jetzt hier darauf hinweisen, wie unterschiedlich Ian McEwan die beiden Innenansichten darstellt. Während dieser Text gelesen wird, geschrieben wird, sind wir gerade bei Cecilia. Obwohl beide, Robbie und Cecilia, Protagonisten sind, handelt es sich in diesem Text um eine Perspektive Cecilias. Und das merken wir daran, dass ihre Innenansicht viel deutlicher betont wird. Wenn Cecilia in die Handlung kommt, wenn sie beschrieben wird, wird das Ganze blumig gefüttert. Das Ganze hat ein subjektives Element. Ich mach's mal ganz deutlich. Seine Hilfe ausschlagen, ihm keine Möglichkeit zur Wiedergutmachung gönnen, so lautete seine Strafe. Das eiskalte Wasser, ihr Aufkeuchen, war seine Strafe. Das ist die Perspektive von Cecilia. So
wird sie geschrieben. So ist das Stilmittel Ian McEwans aktuell für die Figur Cecilia, weil die Szene unter ihrem Eindruck dargestellt wird. Jetzt nochmal zum Vergleich Robbie. Er schaute ins Wasser und blickte sie an, schüttelte den Kopf und legte eine Hand vor den Mund. Mit dieser Geste nahm er alles auf sich, doch sie hasste ihn dafür, so angemessen fand sie seine Reaktion. Er blickte ins Becken und seufzte. Seine psychologische Ebene kommt überhaupt nicht zum Vorschein. Er blickte ins Becken und seufzte. Einen Moment fürchtete er, sie könnte zurückweichen und gegen die Vase treten und hob warnend die Hand, sagte aber keinen Ton. Jetzt nochmal, wie wird Cecilia beschrieben? Sie schleuderte die Sandalen von den Füßen, knöpfte ihre Bluse auf und zog sie aus, löste den Rock, streifte ihn ab und trat an den Beckenrand. Seine Hilfe ausschlagen, ihm keine Möglichkeit zur Wiedergutmachung gönnen. So lautete seine Strafe. Die ganze Szene ist emotional bei ihr und wir erleben sie durch ihre Brille. Ian McEwan verbindet die großen Themen der Tragödie, Liebe, Krieg, Sühne, Schuld und Vergebung in einem mehrfach ausgezeichneten und hochgeschätzten Roman. 2007 wurde er ebenfalls preisgekrönt mit Keira Knightley verfilmt. Der Roman führt uns vorzüglich vor Augen, wie vielschichtig ein Werk sein kann, wie frei man sich im Medium Text bzw. Buch über das Parkett bewegen kann. Der Autor Ian McEwan springt mit unterschiedlichen Zeiten, Orten, Handlungssprüngen, spielt mit logischen Brüchen und Überraschungsmomenten und beherrscht die Klaviatur seines Fachs meisterhaft. Ein großes Stück Literatur.